Mayo. Ich verkaufe ein verschiedene Gewürze. Was tun wir dann hier? Wir haben Tee, Kaffee, Mustard, Geimer, Gimschen, Wermut, Muskat, Koriander, Kardamom, ich habe den Kaffee oder Steranis. Schön auch Piment aus Jamaika, Zucker. Und ganz beliebt bei den Frauen Rosenwasser und Lavendelwasser. Feuerstein, Schwämmischer, Nil, Nilcheskepp, ein Kanel. Was braucht er? Ein Kardamom. Kardamom für den Kaffee, ja, bitte sehr. Ich bin eine Weißnäherin und die Weißnäherin waren dafür zuständig, die Wäsche zu nähen, also Hemden, Unterröcke und so weiter, aber auch Kopfbedeckungen für Frauen wie Hauben und alles, was mit Bett- und Tischwäsche zu tun hatte. Und das Ganze natürlich alles aus Leinen. Das war eine Zunft. Also das war ein eigener Zweig. Also die hatten eigene Geschäfte und haben auch die Leinwand so als Ballen verkauft. Die konnte man da erwerben. Das war eine beliebte Wertanlage. Und man hat ja auch selber zu Hause solche Sachen genäht. Das war eine typische Frauenarbeit. Die Frauen waren Zunftmitglieder und das war eine Arbeit, die wurde, soweit ich weiß, nur von Frauen ausgeübt. Die Kundschaft kam in den Laden. Also wir sitzen jetzt eigentlich auch nur hier draußen, um das Licht auszunutzen, denn Kerzen sind ja teuer. Ich ziehe hier Kerzen. Das hier ist Bienenwachs, das ich vom Imker bekommen habe. Ich habe den Kerzen dort am Holz festgemacht und tauche das so lange ein, bis da eine richtige dicke Kerze draus wird. Man braucht etwa 3 Stunden, bis da aus den Kerzen eine etwa 2 cm dicke Kerze geworden ist. Die Art, wie ich hier Kerzen ziehe, ist das, was man auf dem Lande für den Eigenbedarf gemacht hat. In der großen Stadt gibt es dann auch noch Kerzenmanufakturen, die mit Arbeitsteilung wesentlich mehr Kerzen herstellen können. Bienenwachskerzen konnte sich allenfalls die Kirche leisten, weil die auch angewiesen waren auf raucharme Kerzen für den Gottesdienst. Normale Leute auf dem Lande haben meistens aus Rindertalg oder aus Hammeltalg Lichter gemacht. Die wurden nicht Kerzen genannt, die wurden Lichter genannt, wurden aber in der gleichen Art und Weise hergestellt, also auch durch Tauchen. Bienenwachskerzen waren die teuersten, weil der Rohstoff am seltensten war. Im Gegensatz zu heute. Heute kommt man eher an Bienenwachs als an Hammeltalg. Das ist Bienenwachs. Das ist hier halt eben auf dem Holzkohlenfeuer erwärmt und aufgelöst worden, sodass es flüssig wurde. Ja, für Oma, Opa, für Kinder vielleicht. Alle Leute, die noch auf dem Feld arbeiten konnten, die mussten raus. Und das war dann eine Arbeit für jemanden, der zu Hause gesessen hat. Also das gab es auch als spezielles Handwerk in der Stadt, als Manufaktur und als Handwerk, aber auf dem Lande, die Leute mussten ja auch irgendwie Licht haben. Jetzt ist er weg. Und die haben sich halt eben ihr Zeug selber gemacht. Wobei die damals auch die Dochte selber gemacht haben. Die haben halt einfach Leinenfäden genommen und so lange gewickelt, bis sie die entsprechende Stärke hatten und haben das dann eingetunkt. Darf ich? Ja, bitteschön. Bitteschön. Ich will auch meine Spitze wieder putzen. Nein, noch nicht. Okay. Erstmal noch eintunken.